einen wunderschönen Freitag. Gar nicht wahr. Montag. Montag wünsche ich euch. Wow, wollte ich die Woche schon vorziehen. Hier ist eine neue Folge nach langer Pause von der Frühling. Zusammen mit dem Martin und meiner Wenigkeit. Schönen guten Tag, ihr Lieben. Moinsen, wir sind zurück. Ja, wir sind wieder da. Wie gesagt, nach einer langen Pause. Sind wir voller Tatendrang. Auf der alten Karte. Na, ihr habt ja schon 20 Folgen davon gehabt. Und hier sind wir wieder. Legen los und haben Spaß dabei bei der ganzen Sache. Der liebe Martin, ihr Lieben, so wie er leib und lebt gerade vor mir steht, nimmt auch mit auf. Also sprich, ihr habt wieder zwei Perspektiven von dem Ganzen. Link von Martin, seinem Kanal, findet ihr dann in der Videobeschreibung, wie immer natürlich. Ihr kennt das Ganze ja. Und es gibt... Was gibt es noch als Neuerung? Ach ja, es gibt noch was anderes. Ich zeige euch das gerade mal. Da. Habt ihr jetzt über der Feldinfo mein hässliches Gesicht. in den Folgen jetzt auch zu sehen. Moin, genau. Und Martin sein Gesicht seht ihr dann auch in den Folgen. Also sprich, das ist auch jetzt als Neuerung dabei. Mal gucken, wie es bei euch ankommt. Ob ihr sagt, oh nee, um Gottes Willen bloß nicht. Oder ob ihr sagt, jo, mach weiter so. Schauen wir einfach mal. Die Frühling. Ihr kennt sie. Wir haben noch was Neues. Martin, dann erzähl doch einfach mal. Feldinfos. Precision Farming. Wir haben uns mal durchgerungen. Oder was heißt durchgerungen? Wir testen das mal. Also ich habe es heute schon ein bisschen getestet, weil, wie ihr seht, das Feld hier ist grün. Es ist perfekt. An den meisten Stellen perfekt. Es werden auch noch irgendwo nur Stellen sein, wo es gut ist. Und wir werden das mal testen, ob das was für uns ist. Also ich fand es heute sehr interessant. Und mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Jo, ist doch schon mal super, super. Genau, hier oben seht ihr das dann auch, also in der Menüseite, ne, für die Precision Farming noch gar nicht kennen. Ich meine, wir haben da ja im 19er schon so ein bisschen mit Erfahrung gemacht. Wir haben es zwar nie mehr benutzt gehabt, aber wir haben es trotzdem mal getestet. Ne? Ihr habt dann hier bei dem Satelliteninfo habt ihr dann verschiedene Bodenarten, Typen, ne? Lehmig, Sand oder lehmiger Sand, sandiger Lehm, schluffiger Ton und Bodenprobe genommen. Und da seht ihr dann halt auch die unterschiedlichen Farben, ne? Hier gelb, grün und dann habt ihr hier diesen Braunton, sag ich jetzt einfach mal, und dann hier diesen dunkelblauen Ton. Das Ganze ist sogar noch genau pH gesteuert. Also ihr seht auch, wie viel der pH-Wert ist von den einzelnen Bodenproben, die ihr genommen habt. Und da könnt ihr dann auch nachgehen. Danach hängt auch halt das ganze Wachstum ab. Stickstoff auch, ne? Wenn du noch einen weitergehst, hast du schon wieder Stickstoff. Ah ja, genau. Stickstoff hast du genau noch, genau. Das eine ist Kalk und das andere ist Dünger. Genau. Und das nächste ist dann der zu erwartende Ertrag. Genau, der wird aber nicht angezeigt. Nö, weil die Felder sind ja noch nicht erntereif. Ja. Ach ja, genau, richtig. Das wird ja erst angezeigt. Richtig. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich habe es noch nicht gesehen, aber das sagt mir jetzt der logische Menschenverstand. Ja. Dann haben wir noch Saatstärke. Das werden wir aber automatisch lassen. Also ich für mich werde es, du kannst gerne auch manuell machen, aber da es hier auch automatisch funktioniert, genauso wie Dünger und dergleichen. Ja, dann machen wir auch. Weil ich finde das so genial, dass du nicht mehr überdüngst, also sprich, wo du schon gedüngt hast, da stellt sich dann der Dünger aus und Kalk genauso. Mehr können wir auch nicht sparen an Kalk und das alles. Und das ist ja eigentlich Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Ja, ne? Richtig, genau. Ja, dann machen wir das doch so. Machen wir das ganz genau so wie immer. Was gibt's noch zu sagen? Für die, die jetzt auf den beiden YouTube-Kanälen neu dabei sind oder auch gerade aktuell sind wir live auf Twitch auf beiden Kanälen. Für die, die wissen wollen, wann die Folgen laufen, von Montag bis Freitag um 12 Uhr gibt es jeweils eine Folge Frühling. Und Folgenlänge 15 Minuten, so circa. Kann natürlich mal ein paar Minuten länger oder ein paar Sekunden länger, ein paar Sekunden kürzer, je nachdem.
wie wir durchkommen, was wir noch zeigen wollen. Und ja, das dazu. Pi mal Daumen. Genau, so Pi mal Daumen. Ne? Ihr kennt das ja. Für die, die da immer noch live oder aktiv sind auf meinem YouTube-Kanal oder auf Martin sein, ihr kennt das ja so circa, ist das immer. Ja, Folge 21 heute. Wollen wir mal so ein bisschen was arbeiten, würde ich sagen, anstatt wir jetzt hier einfach so blöd weiter rumstehen, ne? Ja. Ich habe einen Auftrag habe ich schon angenommen. Zeit stellst du noch hoch? Ach ja, da sagst du was. Jo, genau. Wieder, lassen wir auf 3 laufen, ne? Jo, hatten wir ja vorher auch. Gut. Da haben wir ja mal. Ja, wie gesagt, einen Auftrag habe ich jetzt gerade angenommen. Ja. Musst du dann gucken, welchen du haben möchtest oder ob du dir selber noch einen aussuchst. Vielleicht willst du ja düngen, Ballen pressen. Wer weiß, also ich nicht. Ich nehme erstmal Gruber. Ja, dann nimm du mal den Gruber, ne? Und dann ich nehme mal. Haben wir alles dafür Ballen pressen? Nee, ne? Glaube ich nicht. So weit sind wir noch nicht. Na, dann. Nehme ich mal den Ballenpressauftrag. Ich habe Lust drauf. Ja, Attacke. Dass dein Schlepper noch eine 14 steht, ne? Ja, gut, ich mache jetzt Geräte ausleihen komplett. Ja, gut, dann hole ich deinen Schlepper nach Hause. Ja, aber ich. Ja. Können wir so machen. Ansonsten hole ich den eben, das ist auch kein Problem. Ich setz schon dran. Okay, ist so gut, Junge. Jo, so, müssen wir mal zum Shop. Wo war der noch? Über uns. Genau. Aber das konntest du nicht besuchen, ne? Nur zur Tankstelle springen. Hier bin ich auch verkehrt. Werkstatt? Fahrzeughändler da. Ja toll, und wo sind jetzt die ganzen Fahrzeuge? Hast du nicht mit Fahrzeuge ausgeliehen? Doch, hab ich. Mit Fahrzeuge ausgeliehen. Geräte ausleihen, stand da. Spring nochmal drauf. Ja, es kann sein, dass ich die Säcke erst wegfahren muss. Okay. Geräte ausleihen. Kein Platz für Vertragsfahrzeuge. Ja, okay. Deswegen, ich hole mal eben schnell die Geräte da weg. Ja, ich mach das eben fix. Fix. Ich kann dir auch fix mithelfen. Sofern nicht mit deinem. Irgendwo hatten wir doch. Was hatten wir? Ich wollte gerade sagen, irgendwo hatten wir doch Haken. Ja, hatte ich alles auf dem Schlepper. Achso. So, nehmen wir mal den Johnny hier von Martin. Aber das Schöne ist, dann hier, ne, kann ich wieder meine Rundumleuchte jetzt benutzen hier. Nice! So, achso, die muss er erst ausklappen. Licht mal. Ja, die Rundumleuchte musst du jetzt noch hinter dir irgendwo anbringen, damit man die auch sieht, wenn die an ist. Ja, muss ich mal ein USB-Kabel ziehen. So, den schmeiße ich jetzt einfach mal dahin. Können wir zum Hof holen einfach. Die Säcke. Ja, ich hole eben mit Anhänger. Ich komme mit dem Anhänger hin. Oder mit Anhängers. 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 Huch. Wolltest du dein Kennzeichen noch ändern gleich? An deinem Stall. Ja? Jo, kann ich auch noch machen, ja. Wofür steht ABB das? DC04. Genau, DC04. Was steht hier 112 bei dir? Ja, was ist 112? Aua. Was ist 112? Deine Konfektionsgröße ist es nicht. Du bist so fettig, Junge. Ich weiß. So. Mal gucken, wie das funktioniert hier mit dem Ding. Hab ich nämlich noch nicht gemacht. Das ist ja sportlich. Ja, ich komme auch gleich, dann kannst du direkt abladen in den Anhänger, nein. Jo. Weil das können wir nämlich bei uns im Hofsilo einlagern. Jo, auch nicht schlecht. Hallo Mike. Hallo Mike.
Hallo Mike. So, guck mal, hier ist dein Steuerjunge. Oh, Junge. So, ich ändere mal dein Kennzeichen, ne? Ja, mach mal, mach mal, mach mal. Ups. Du bist zu weit, Junge. Jo, ich hab's doch gesehen. Hör auf zu meckern mit mir. Wenn du die Gabel jetzt noch ein bisschen vorne kippst, ne? Cool, ja, oder? Ja, voll geil, ey. Voll fertig, ey. So. Da kommt der Trecker, dass er noch ziehen kann, wa? Wolltest du auch einen Frontlader dran haben? Nee, ne? Oder ja oder nein? Ja, mach doch. Mir ist das egal. Welchen habe ich denn? Ich glaube, ich habe den Hauer, ne? Oder habe ich den Quickie? Was, siehst Quickie. Du das? Quickie. Quickie? Gut, dann kriegst du auch den Quickie. So, Kennzeichen wollten wir ändern. Und zwar... dreistellig. Da haben wir es. A, B, B. Diamond Control 04. Vorne und hinten. Okay. Konfigurieren. Yep. Dann mach doch ein bisschen Männchen, du. Ja, Mutter, aufpassen. Repariert habe ich dein Klo auch mal. Jo. ABB DC04. Wahnsinn, Junge. Voll, das spricht sich voll geil, ne? Ja, ich habe ja in meinem Namen keine Nummern drin. Ja. Junge, du hast... Wieso, hast du das Gewicht nicht mitgenommen, du Vogel? Nein. Oh, du bist eine Granate. Siehst du, Basti, das passiert, wenn man dann kein Gewicht nutzt, ne? Ja, ja, gleich als Vorführeffekt hier, ne? Guck dir mal den Trottel an, du. Ist ja auch geil, dass er die Säcke gleich vorne dran hängt, ne? Das ist ja schon irgendwie... Ich finde das... Deswegen habe ich den ja damals... Deswegen habe ich das System damals geholt gehabt. Ich fand das gut. Ja. Schön lustig. Und ich glaube, auf der... Gulichev hatte Martin das geholt gehabt. Ah, okay. Habe ich es nämlich auch zum ersten Mal gesehen gehabt. So, das war's. Ich bin voll. Jo. Weil Gewicht hier, der Maximumgewicht haben wir ja auch, ne? Ja, richtig, genau, wir haben das Maximum. Aber du kannst die Säcke ja eben mitbringen, ist ja nicht das Problem. Weil dann kannst du danach direkt das Gewicht mitnehmen. Er verneigt sich vor mir! Ja, Mann! Aus lauter Freude. Ja. Oh, der feine Herr blinkt auch noch. Natürlich, ich hab doch alles hier belegt, tastentechnisch, ne? Hier, zack. Eieieiei, jetzt gibt er aber an, du. Was wir nochmal einstellen sollten, ist VCA, dass wenn man vom Gas geht, er nicht sofort so langsam wird, weißt du? Ja gut, das kannst du, das ist ja glaube ich individuell, was er macht, ne? Was? Das Ding. Oh, ernsthaft? So. Stimmt, weil du hast gar kein Allrad hier an deinem Fahrzeug. Richtig. Aber bei mir hast du Allrad. Okay. Guck mal, den Johnny, da hast du unten das Symbol Allrad. Ach stimmt. Stellst du auch bei VCA ein? Okay. Okay. Wieso kann ich jetzt nicht abladen? Warte nicht. Mal. Kippseite. Ich glaube, die können doch nur links abladen, glaube ich. Kippseite links, Kippseite rechts. Jetzt kann ich abladen. Na, siehst du.
Gut, ihr Lieben, dann würde ich einfach mal sagen, was schon wieder für heute. Erste Folge vorbei. Ja, ich würde sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt in die Kommentare. Wie gesagt, schaut bei Martin vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann morgen zu einer neuen Folge um 12 Uhr. Bis dahin. Tschüss und bye bye. Ciao, schönen Abend noch. Viel Spaß.